Babyboomer in Matt. In diesem Video zeige ich euch eine kurze Studiomandel, gearbeitet auf dem Naturnagel im Babyboomer-Look. Die Vorbereitung des Naturnagels beginnt wie immer mit der Desinfektion und Reinigung des Nagels. Dann Zurückschieben der Hautschüppchen von der Nagelplatte mit dem Probwascher und dem Entfernen der kleinen Hautschüppchen mit der Nagelhautzange. Mit der 100er Seite des weißen Buffers wird die Nagelplatte mattiert. Und der Nail Force One als Haarvermittler aufgetragen. Alle Produkte, die ich in dem Video verwende, findet ihr natürlich wie immer bei uns im Shop. Und nun arbeite ich mit den Nail Force Powdern Pastel Peach, Gentle Pink und Baby Boomer. Ich arbeite grundsätzlich mit dem Evolution, mit unserem Acrylpinsel, das ist mein Lieblingspinsel. Wir haben auch noch den Passion, aber lieber arbeite ich mit diesem. Nun wird mit Gentle Pink eine dünne Schicht über den gesamten Nagel aufgetragen. Ganz dünn. Sie darf nicht zu flüssig sein, weil ihr sonst zu viel Monomer auf dem Nagel habt und das kann Liftings verursachen. Und dann arbeite ich mit Pastel Peach das Nagelbett. Ich setze das Bällchen auf dem Apex ab, verteile es oben am Nagelwall und dann ziehe ich einmal ganz ohne Druck die Spitze nach unten und man sieht, das sind so, ja, wie so kleine Wellen, die ich da reinarbeite. Es ist eine neue Art der Modellage, die ich seit ein paar Wochen mache und ich möchte euch das gerne nahebringen. Es ist eine ganz einfache Art zu modellieren, da könnt ihr super Struktur mitarbeiten oder halt auch Babyboomer. Es sieht jetzt ziemlich lustig aus von der Seite, als wenn das so ein ganz extremer Oldschool wäre, aber vorne auf der Spitze befindet sich so gut wie kein Material. Und das arbeite ich jetzt gleich mit dem Babyboomer Weiß. Ich nehme das Bällchen auf und lasse es eigentlich eine ganze Weile am Pinsel noch hängen. Also ihr dürft es nicht zu früh absetzen. Ich halte den Pinsel ziemlich weit hinten, lege den Pinsel quasi verkehrt rum an die Spitze und setze mein Bällchen vorne ab. Ganz in Ruhe arbeiten. Ihr dürft nicht zu früh mit dem Pinsel verstreichen. Erst über die Mitte und ganz sanft zu den Seiten hin ausstreichen. Bei dieser Methode habt ihr quasi so gut wie kein überschüssiges Material. Denn wenn ich jetzt gleich das alles wieder runterfallen müsste, dann hätte ich meinen Verlauf zerstört. Also nicht zu viel Material nehmen und dann nur mit der Spitze ganz sanft und ganz fein nach außen noch ausstreichen. Das reicht vollkommen aus. Diese zwei Bällchen mit dem kleinen, mit dem dünnen Untergrund Gentle Pink. Wenn der Nagel relativ gut angehärtet ist, immer zwischendurch mal fühlen, mit den Daumen ein bisschen die Seitenlinien einpinschen, dann könnt ihr mit der Zange an. Ich habe hier die Pinschzange gebogen, die es natürlich auch bei uns im Shop gibt. Die gibt es auch noch in gerade, das ist so, wie es jeder mag. Und vorsichtig die Seiten zusammendrücken und dann die Pinchklemme ansetzen. Ungefähr an der Stelle, wo ihr normalerweise bei Pink and White auch die Flügel setzen würdet. Wenn das Material komplett durchgehärtet ist, nehmt ihr die Pinchklemme ab und dann beginnt die Befeilung.
erst die Seitenlinie, dann wird die Mandelform ausgearbeitet. Da das ja ein Naturnagel ist, habe ich mich an der Form des natürlichen Nagels oder nach der Form des natürlichen Nagels gerichtet. Ich werde nicht die Seitenlinien zerstören, also die 2 mm, die ab Beginn des freien Nagelendes vorhanden sind, werden nicht weggefeilt. Erst danach gehe ich in die Rundung. Bei Acryl darf ich natürlich nach der Modellage fräsen und meine Feilschritte, hier Feilschritt 4, 6 und 4, feile ich quasi in einem durch. Jetzt gehe ich oben Richtung 5, das ist der Rand am Nagelwall. Ganz vorsichtig, immer ohne Druck fräsen. Der Fräser muss ganz leicht drüber gehen, aber ihr müsst ihn richtig fest in der Hand halten. Wenn ihr den Fräser nicht in der Gewalt habt, springt er euch um den Finger und das kann böse Verletzungen verursachen. Das sieht zwar alles sehr leicht aus, aber der Fräser darf mit euch nicht machen, was er will, sondern es ist für euch zum Arbeiten eine Erleichterung. Wenn ich mit dem Fräser vorgefeilt habe, das ist übrigens der bei uns im Shop, der Fräser blau mit glatter Stirnseite, dann gehe ich meine Feilschritte nochmal durch. Um die Modellage zu vervollständigen. Oben am Rand schön dünn auslaufen lassen. Ziel ist es eigentlich immer, wenn die Modellage versiegelt ist, dass die Kundin, wenn die nach 3 bis 4 Wochen wieder zum Refill kommt, keine Kante hat, wo man quasi sieht, dass die Modellage einen Rauswuchs hat. Und man kann jede Modellage so arbeiten. Von der Seite kann man eigentlich schön die kurze Mandel erkennen. Nach der Befeilung nehme ich nochmal meine Holzfeile. Das ist immer Pflicht bei jeder Modellage im Studio oder auch beim Shooting oder bei langen Modellagen. Immer mit der Holzfeile nochmal nachfeilen. Man kann schön sehen, die Feile ist nagelneu und ich kann trotzdem sehen, dass ich Produkt wegfeile. Was ich auch gerne mache, wenn ich so ganz kleine Unebenheiten noch habe, die noch mit der Holzfeile nachfallen. So, und zum Schluss vor der Versiegelung gehe ich natürlich nochmal mit dem Buffer über meine Oberfläche. Wie schon gesagt, ich kann jeder Modellage ansehen, ob mit Holzfeile oder ohne oder mit Buffer oder ohne Buffer gearbeitet wurde. Das sind zwar Arbeitsschritte, die ein bisschen Zeit kosten, aber die stellen auf jeden Fall zum Schluss die Schönheit der Modellage klar. Und das ist das, was uns unterscheidet von den anderen, die in 45 Minuten eine Modellage machen wollen, die man aber unheimlich gut von unseren Modellagen unterscheiden kann. Wenn ich alles gründlich entstaubt habe, nehme ich den Mattversiegler und lackiere ihn mit dem Flaschenpinsel ganz einfach auf. Eines sollte man vielleicht noch wissen, je matter ein Versiegler ist, desto rauer ist seine Oberfläche. Und dadurch, dass die Oberfläche halt matt ist, nimmt sie natürlich schnell Schmutz auf. Gibt der Kundin den Buffer mit nach Hause und dann kann sie gegebenenfalls die Oberfläche nochmal nachmattieren.
So, wenn der Mattversiegler ausgehärtet ist, wird er mit Cleaner gesäubert, die Schwitzschicht entfernt und schon habt ihr euren Matteffekt. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!